dadurch die... Ja, ich weiß, meine Batterie ist bald leer. Eigentlich keine Batterie, eigentlich der Akku. Wir spielen jetzt halt auch schon wieder eine lange Zeit und ich habe sie halt auch beim letzten Mal nicht mehr aufgeladen. So. Dann werden wir uns jetzt zum Endkampf begeben. Auf geht's! Werden wir das Universum retten können? Vor Bowsers Tyrannei? Seht euch diese Festung an. Jetzt kommt nochmal eine Sequenz. Gut, es ist an der Zeit für das große Finale, Steuermann. Irgendwo dort drin. Dort wartet deine Prinzessin auf niemand anderen als dich. Was für eine Überraschung. Ein Komet. Sieht fast so aus, als ob er sich nicht nur Powersterne verspeist hat. Der Babyluma. Auweia, der Unhold scheint noch mächtiger werden zu wollen. Halte den Unhold auf, bevor er alles auf seinem Weg dem Erdbogen gleich macht. Also raus mit dir, zeig, was du drauf hast. Jo. Auf ins letzte Level. Bowsers Galaxiengenerator. Das letzte Level. Bevor wir die Welt retten können. Lass uns loslegen. Bowsers uneinnehmbare Festung. Das Witzige ist, dass dieses Level nicht mal schwer ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde dieses Level gar nicht mehr so schwer. Der Hintergrund ist total episch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals, wo ich das erste Mal das gespielt habe, habe ich echt gedacht, was? Das ist das letzte Level gewesen. Also das war nicht mal so schwer. Aber es ist doch ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Und der Endboss gegen Bowser, der ist... Der ist sowieso krass, der Endkampf. Wieder... Jetzt 10 Kilometer runtergefallen. So, jetzt müssen wir ein Rundchen fliegen. Können wir wieder mal unsere Blume nutzen. Das Level habe ich, nachdem ich es durch hatte, auch nochmal einige Male gespielt, was mir so gefallen hat. Ist wurscht, wenn man schon vorher ein bisschen abgeknallt wird. Also wenn die Blume abfackelt, weil man dann trotzdem es sowieso noch schafft. So, den Bohrer holen und bohren! Ist schön, hier kommen jetzt auch nochmal ein paar einzelne Elemente nochmal vor aus dem ganzen Spiel. Das ist ziemlich cool. Wow. Jetzt wird sich die Flagge hätte jetzt weg sein müssen. So. Das sind halt nochmal ein paar so kleine Spielereien. Aber sonst an sich ist das Level nicht so schwer. So, dann gehen wir hier rüber. Vorsicht auf diesen. Ja. Werden wir Peach befreien? Wir werden es sehen. Aber ich habe es ja eh schon gesagt, es ist das letzte Level. Von der Story her, es ist das letzte. Und auch das letzte Level in diesem Let's Play. Denn nach diesem Teil wird das Let's Play zu Ende sein, definitiv. Weil ich ja gesagt habe, dass es kein 100% Let's Play ist, also spiele ich es so weit, bis die Story durch ist. Und so weit spiele ich ein Spiel am liebsten eigentlich, bis das Happy End da ist, bis alles wieder gut ist. Meistens spiele ich ein Spiel gar nicht mal weiter. Das ist meistens so. Wow, wie nett. Das ist ja mal sehr nett gerade gewesen hier. Man wird einmal abgeknallt und fällt ganz runter. Und dann fällt man in die Lava. Und dann denkt sich das Spiel, ja, das ist noch nicht genug. Der braucht noch unbedingt noch eine Portion Lava, damit er noch sich 10-mal so viel aufregt. So, jetzt pustet mich hier dieser Generator rüber. Und geht's halt jetzt auch nochmal ums Wolkenbauen. So. So, und hier muss ich den Wandspruch nutzen. So. Hey, Luma. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Dankeschön. Wir glauben an dich. Ja, natürlich. Ich wäre sonst nicht gekommen. So, jetzt kommt auch Yoshi nochmal. Da vorne ist er. So, Kamek geht einem wieder auf den Sack erstmal. Bäm. Und down. So, Yoshi, dann wollen wir den letzten Part des Schlosses schaffen. Ja, Yoshi muss das letzte Stück machen. Ich glaube, er ist bis zum Schluss jetzt dabei. Im Endkampf nicht, aber gut, klar, wie soll man das mit Yoshi machen? Ich weiß noch, bei Super Mario World, da hat man Yoshi auch nicht mitnehmen dürfen.
weil er Angst vor Schlösser hatte. Hier in dem Spiel ist es das genaue Gegenteil. Hier geht er. Hier ist er sogar im Schloss drin. Sogar im letzten. So, die müssen wir wieder platt machen hier. So, und jetzt geht's hier ans Rennen. Das ist blöd, wenn man irgendwo stecken bleibt, weil ansonsten wird man zermatscht. Und dann ist es vorbei. Boah, zum Glück geschafft. Ist aber auch ein witzig. Wie kann eine Lava denn eine Wand sein? Wie witzig. Lava-Wand. Nochmal leben, weil wir jetzt schon 6 Kraftpunkte haben. Wow. Da war jetzt auch nochmal die Sterne, die Kometenmütze. Eben, man kann dann im Spiel noch diese ganzen Kometensterne sammeln, wenn man drauf Lust hat. Und wenn man dann immer noch immer noch Lust hat zu spielen, kann man, wie ich einmal gesagt habe, auch die grünen Sterne noch sammeln. Das habe ich ja bei meinem normalen Spielstand, habe ich ja die Powersterne alle geholt und ein paar der grünen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also meistens hört da die Lust dann auf. Also die haben schon hier wirklich dafür gesorgt, dass man lange spielen kann. So, jetzt müssen wir von Yoshi abspringen. Yoshi verabschiedet sich von uns. Und ihr seht, das war das Level an sich. Na klar, jetzt müssen wir noch den epischen Bosskampf machen. Der hat sogar noch einen extra, den die anderen Bowser-Bosskämpfe in den Schatten stellt. Also da kommt noch was ganz Episches dazu, was diesen Kampf so episch macht. Ja, der ultimative Endkampf gegen Bowser. Werden wir die Welt retten? Wir werden es sehen. Wir retten vor allem das gesamte Universum, kann man sagen, weil Bowser ja hier so ein Galaxienzerstörer, Eroberer ist. Da ist er schon wieder. Unser großer Erzfeind. Wann gibst du endlich auf? Ein für alle Mal, hör mir gut zu. Ich werde mein neues galaktisches Königreich mit Peach an meiner Seite regieren. Es wird ewig halten. Also tu mir einen Gefallen und such dir eine grüne Klempnerröhre, in der du dich für immer verkriechen kannst. Da ist Peach. Ja, und wenn man Luigi spielt, dann sagt sie Luigi. Mario, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Also lass es uns schnell hinter uns bringen. Ja, das ist ein Endgegner, der nicht lange quatscht, sondern der einfach gleich zeigt, was Sache ist. So, der Endkampf! Let's go! Und ich sag's euch, diesmal wird der Endkampf nicht ganz so einfach. Gut, er war beim zweiten Mal auch schon nicht so leicht. Aber jetzt kommen Strahlen, selbst wenn Bowser zuschlägt. Vorher waren sie noch ein bisschen anders. Jetzt kommen sie nämlich speziell. Vorher sind das so, sind sie so strahlenartig gekommen. Bei den Meteoren kommen sie natürlich auch immer noch. Und er boxt jetzt wieder. Nehmt dies! Take it! Das gefällt ihm gar nicht. And beer! Und er nutzt die Macht der Meteore. Uff, uff, uff. Au, das ist mies. Da ist ein Meteor. Man hat vor allem auch nicht viel Zeit. Ah, jetzt hat man es gerade gesehen. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, dann kann ich ihn auch nicht treffen. Das ist so das Problem. Wenn man einmal da wirklich getroffen wird, hat man es eigentlich verkackt, weil man nicht mehr genug Zeit hat, ihn zu erwischen. Aber jetzt kriege ich es hin. Bäm! Voll getroffen wieder. So, und wie bei den anderen zwei Kämpfen auch schon, geht es jetzt auf den Sack. Und jetzt nutzt er natürlich auch wieder sein Feuer. Und jetzt ist er richtig schnell. Also jetzt geht er richtig ab. So, jetzt denkt man sich so, ja, nach den Meteoren, die weiche ich kurz aus. Aber dann kommt er mit seinem Feuer wieder daher. Das Feuer hält auch so ein bisschen. Also man kann nicht nur einfach so im Kreis rennen. So, jetzt sorge ich dafür, dass er hier hinboxt. Damit ich ihn einfach hier BIM voll treffen kann. Voll an dem Arm, mit dem er... Nee, mit dem... Das war nicht der rechte. Das war der linke Arm, an dem ich ihn gerade getroffen habe. Ich wollte schon sagen, ich habe ihn genau mit dem Arm, mit dem er geboxt hat, getroffen. Box mal hier hin, bitte. Dankeschön.
nehmen dies. An den Fuß. Ja, das war's. Ja. Ihr habt's gesehen. Er war hart. Aber wir haben es geschafft. Bowser ist endgültig besiegt und fällt ins Schwarze. Hallo, Baby Luma. Ja, der letzte große Stern ist unser. Ich glaube, mehr große Sterne. Das Witzige ist, wenn man so einen großen Stern bekommt, der zählt als einer. Das ist total witzig. Obwohl er so groß ist wie vier Ganze. So, dann beenden wir das Ganze mal. What the? Da ist er ja wieder. Und er isst ihn wieder. Jetzt ist er wieder fett. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Und jetzt wird der ganze Kampf noch epischer. Mit epischer Musik. Und jetzt geht's drum, Bowser wieder mit den Meteoren hier zu treffen. Eigentlich muss er jetzt auch eine bestimmte Zeit näher kommen. Er nimmt dies! Tangled! Das ist so richtig geil, dieser Kampf hier. Gerade die Musik. Fast getroffen. Man darf ihn nicht zu nahe kommen lassen, sonst ist man down. Erwischt. Das erinnert so ein bisschen an Yoshi's Island. Jetzt kommt er! Er kommt! Voll in die Fresse! So nah am Thema. Jetzt erwisch ich dich! Und dann bam, voll auf die Fresse. Er boxt wieder. Und das war's. Ja, jetzt ist es auch wirklich vorbei. Meine Macht verschwunden, mein Imperium zerstört. Mein Schokokuchen niemals gebacken. Das war's. Er fällt. Jetzt ist es vorbei. Das war's. Das Imperium ist tot. Oder zerstört. Genau auf einer Blumenwiese gelandet. Muss das jetzt sein? Dieses Tit-Tit. Und da ist Peach. Way. Genau auf dem Stern gelandet. Den Bowser in sich hatte. Ich frage mich eigentlich, wo Peach in der Zeit war. Hat Peach sie aufgegessen? Und die ist jetzt irgendwie aus ihm raus wiedergekommen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Da ist sie wieder. Die alte Maid. Da freuen sie sich. Thank you, mein Held. Yay, wir haben es geschafft. Der Sieg ist unser. Und Peach ist auch auf dem Foto. Weil wir es jetzt geschafft haben. Yay! Ja, die Welt ist gerettet. So, jetzt können wir nochmal in der Story blättern. Was passiert so? Oh, schau mal. Was ist das? Die Galaxy 1 gespielt haben, werden es wissen. Kennt ihr das? Die Sternenfregatte aus Galaxy 1. Rosalinas Schiff. Was? Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Rosalina. Mama! Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Dieser riesige Hundert hat sich unsere Powerstelle bemächtigt. Und er hat mich auf meine gemeinste Art von meinem kostbaren Babyluma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben, bist du mutiger Raumfahrer durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war diese Kraft in deiner Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lass uns der Kraft des Sterne dafür danken. Mario, danke, dass du meinen Babyluma nach Hause gebracht hast. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde, werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals, das werde ich nicht vergessen.
Und er hat die Mütze mitgenommen. So, geht er nach Hause. Er nimmt die Mütze als Andenken mit. Mögen die Sterne für dich leuchten. Da fliegt sie wieder. Rosalina ist nicht immer so groß. Das ist eigentlich nur so ein Hologramm von ihr. Die ist eigentlich so groß wie Peach ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Das ist nur immer so ein Hologramm. Wie rührend. Der besondere Luma hat zurück zu der ihm kostbaren Person gefunden. Genau wie Mario Peach gefunden hat. Aber auch du, mein Freund, ist das nicht so? Ja, natürlich. Alles klar, jetzt weiß es. Höchste Zeit, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren. Wir haben es geschafft. Das Spiel wäre somit geschafft. Ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß bei diesem Let's Play. Ich hatte sehr viel Spaß, es mal wieder durchzuspielen. Und darauf hatte ich auch wirklich sehr viel Lust. Und es war wirklich kein Fehler, dass ich dieses Let's Play gestartet habe. Weil, wie schon gesagt, ich war echt lange am Überlegen, was ich machen soll. Und dann ist mir halt spontan Super Mario Galaxy 2 eingefallen. Ich wusste aber dann immer noch nicht wirklich, werde ich da wirklich dran Spaß haben? Und ja, habe ich tatsächlich wirklich gehabt. Hat sich wirklich gelohnt, das mit euch nochmal zu spielen. Und jetzt ist daraus ein schönes Let's Play entstanden. Hab mich echt gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß. Ja, jetzt genießen wir noch die Credits. Ja, von Shigeru Miyamoto. Der wunderbare Erfinder von Mario und Link und so weiter. Ja, das Spiel ist einfach wunderbar. Für die Leute, die es noch nie gespielt haben, die den ersten Teil nicht gespielt haben und den zweiten auch nicht, spielt unbedingt einen der beiden mal. Aber ich rate euch, spielt den zweiten Teil. Weil der zweite macht, nach meiner Meinung, einiges mehr Spaß als der erste. Sonst könnte ich hier mit Mario noch ein bisschen rumlaufen. Das können wir eigentlich machen. Der zweite macht um einiges mehr Spaß, finde ich, weil man mit Yoshi spielen kann. Mir gefallen die Levels ein bisschen besser. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich mochte das erste Spiel auch sehr gern. Aber das zweite hat mich dann noch mehr beeindruckt. Shima Peach hat den Schirm. Ja, das ist... Es ist echt total cool, das Spiel. Also, ich rate euch, für die Leute, die es noch nie gespielt haben, holt es euch auf der Wii U. Auf der Wii U gibt es das Spiel für 20 Euro zu erwerben. Da könnt ihr euch das runterladen, falls ihr noch Speicher habt auf eurer Wii U und Geld. Holt es euch, denn Mario Galaxy 2 ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Wii-Besitzer, weil das ist einfach eins der schönsten Spiele, die Nintendo da damals rausgebracht hat, 2010. Genauso wie New Super Mario Bros. Wii und Mario Galaxy 1 natürlich. Mario Galaxy 1 ist natürlich auch großartig. Aber mich hat das 2er noch um einiges mehr erfreut. Ich habe mich auf dieses Spiel so gefreut. Mir hat es einfach so gefallen, weil Yoshi dabei war. Jetzt sind wir hier gerade bei Yoshi. Weil man mit dem Sachen essen kann. Und die Musik im zweiten Spiel gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Ich muss aber sagen, die Endkampfmusik vom ersten ist zum Beispiel auch extrem geil. Aber wie schon gesagt, vielleicht werde ich irgendwann noch den ersten Teil spielen. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ich hatte auf jeden Fall auf den zweiten Teil Lust, weil, wie schon gesagt, ich habe den zweiten geliebt. Tue ich immer noch. Den ersten Teil habe ich auch, glaube ich, nur einmal durchgespielt, glaube ich. Öfter, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe den wirklich nur einmal durchgespielt. Einmal zu Weihnachten habe ich es bekommen. Das Zweier und das Einser und dann habe ich es nicht mehr gespielt. Da ist Bowser. Er ist klein. Er beschwert sich über uns. Aber natürlich ist Bowser nicht für immer so klein, das wissen wir alle. Im nächsten Spiel wird er wieder so ein gigantischer Erzfeind sein, wie wir ihn kennen. Ja, ja. Aber auch ein Bösewicht wie er braucht eine Strafe. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß. Ich auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ja. Vor allem, was ich echt am zweiten so mag, ist einfach die Musik. Die ist einfach total episch. Gut, das erste hat ja auch schon so wunderbare Musik. Wir essen sie. Peach ablecken. Ja, wir haben es geschafft. Da ist unser Raumschiff.
Da ist der Komet von Rosalina. Wobei, ist nicht wirklich ein Komet, glaube ich, oder? Ist ja ihr Schiff. Thank you so much for playing my game. Ja, das kommt auch von Mario 64. Das haben die deshalb wahrscheinlich eingebaut. Ja. Das Einweltentor zur legendären Welt S hat sich geöffnet. Ja, jetzt kann man die eben noch spielen, wenn man möchte. Jetzt wurde an die Pinnwand eingetragen, dass wir das Spiel durchgespielt haben. Und jetzt, wie gesagt, das Let's Play ist vorbei. Falls ihr euch irgendwann noch irgendwas wünscht, kann ich das irgendwann nochmal nachbringen. Vielleicht mache ich die Welt S noch irgendwann. Aber an sich ist das Let's Play vorbei. Ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß. Und wie schon gesagt, man kann jetzt eben Luigi spielen, wenn man drauf Lust hat. Dann kann man jetzt immer in diese Tür reingehen, wo ich euch gezeigt habe. Und dann könnt ihr jederzeit Luigi spielen. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und man kann eben die ganzen Powersterne noch sammeln. Und die grünen Sterne, die später kommen, die dann immer noch teilweise sogar noch echt fies versteckt sind. Also da hat man wirklich lange Motivation, bis das hundertprozentig durchgespielt ist. Habe ich nie gemacht. Ich habe nur die Powersterne mal alle geholt, diese ganzen Kometensterne, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und ein paar grüne, aber mehr habe ich nicht gemacht. Also für mich war das Spiel ab dann wirklich vorbei. Also ich hatte da wirklich nicht mehr Motivation. Ja, ich hatte auf jeden Fall genug Motivation, es mit euch durchzuspielen. Auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr werdet bei meinem nächsten Let's Play wiederzusehen. Ciao! So viel gebracht. Ah, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo! What the fuck?